Das Lola-Lastenrad ist ein Projekt der Ökogruppe der Kirchgemeinde Lobeda. Ziel damit ist es, einen ökologischen Beitrag zu leisten, indem man den Menschen in Lobeda auf unkomplizierte Weise eine umweltschonende Mobilitätshilfe für den Alltag zur Verfügung stellt. Neben anderen Sponsoren wurde ein großer Teil der dafür anfallenden Kosten durch eine Spendenaktion der Jena Crowd aufgebracht. Doch was ist die Jena Crowd eigentlich? Die Jena Crowd ist die kommunale Spendenplattform für gemeinnützige Projekte in der Region Jena. Sie funktioniert nach dem Motto, wenn viele etwas Kleines geben, kann für alle etwas Großes dabei herauskommen. Jeder kann hier seine Ideen für gemeinnützige Vorhaben oder Projekte auf der Online-Plattform eingeben, somit einer breiten Öffentlichkeit vorstellen und dann mit der Kraft der Gemeinschaft finanzieren und umsetzen. Das Besondere im Vergleich zu anderen ähnlichen Plattformen ist, die Stadtwerke Jena stellen einen monatlichen Fördertopf in Höhe von 1.000 Euro zur Verfügung. Und wenn ein Unterstützer mehr als 10 Euro spendet, kommt aus diesem Fördertopf nochmal ein Betrag von 10 Euro von den Stadtwerken obendrauf. In den letzten 5 Jahren wurden vielfältige Projekte gefördert, angefangen von Hilfen für Vereine in der Corona-Zeit, über die Aufforstung von bedrohten Waldflächen, bis hin zur Unterstützung von Schulen und sozialen Projekten. Von Seiten der Stadtwerke ist man daher sehr zufrieden mit der bisherigen Bilanz. Wir sind sehr zufrieden und glücklich, wie sich die Jena Crowd als Finanzierungsinstrument für gemeinnützige Projekte in der Region etabliert hat. In den letzten 5 Jahren haben alleine 6.600 Unterstützer sich finanziell auf der Crowd eingebracht und eine stolze Finanzierungssumme von insgesamt 400.000 Euro bzw. sogar noch ein bisschen mehr zusammengebracht. Sinnbildlich hat also jeder Einwohner von Jena die Ideen seiner Mitmenschen mit knapp 4 Euro unterstützt. Und damit wurden 95 Projekte in Jena, aber auch in den umliegenden Städten und Gemeinden umgesetzt. Auch die Lastenrad-Initiatorinnen freuen sich darüber, dass das Lastenrad von den Bewohnern Lobedas gut angenommen wird, sodass Lola mehrere Male pro Woche zum Einsatz kommt. Also es wird sehr gut angenommen. Es ist immer wieder ausgeliehen für unterschiedliche Zwecke, für Umzüge, für Baumarkttransporte, für Kindertransporte, für Ausflüge. Ja, genau. Wir haben ja im Herbst damit angefangen. Da war zuerst so im ersten halben Jahr vielleicht 20 verschiedene EntleierInnen. Und jetzt sind es aber, also seit das Frühjahr gekommen ist, nochmal deutlich mehr Leute, die es auch sich ausleihen. Es gibt auch schon so einen Stamm von Stammkunden. Und wir haben dann auch so ein System, dass also beim ersten Mal der Entleihe einer aus unserem ehrenamtlichen Team kommt und eine kleine Einweisung macht. Aber beim zweiten oder ab dem zweiten Mal geht es dann auch mit einem Schlüsselcode, sodass man dann nicht jedes Mal da sich mit jemandem verabreden muss, um das Lastenrad neu auszuleihen. Anlässlich des Jena Crowd Jubiläums wird es für das kommende Jahr einige Besonderheiten bei den Spendenaktionen geben. Den 5. Geburtstag unserer Jena Crowd möchten wir mit einer Jubiläumsaktion begehen, die sich rund um die 5 drehen sollen. Unter anderem wollen wir unseren monatlichen Fördertopf auf 5.000 Euro aufstocken und die ersten 5 Projekte, die sich anmelden, bekommen ein automatisches Startguthaben von 500 Euro. Wir würden uns sehr freuen, viele gemeinnützige Projekte begrüßen zu können. Nach den Sommerferien geht's los. Derzeit läuft auf der Plattform beispielsweise eine weitere Crowdfunding-Initiative für die Orchesterschule Klangwelt. Diese sucht finanzielle Unterstützung für die Anschaffung eines Klaviers zur Begleitung der Musikschüler. Alle Informationen hierzu und was beim Start eines eigenen Projektes beachtet werden muss, erhalten Sie auf der Homepage www.jena-crowd.de.